Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Azur Lane Crosswave. Beim letzten Mal wurden uns ja alle Cubes gestohlen. Wir hören uns heute an, was Z23 dazu zu sagen hat, quasi. Weil Kampf ist es nicht, zumindest sieht es nicht danach aus. Und ja, was anderes haben wir gerade nicht. Mal schauen, was wir denn hier reden werden. Okay, sogar sagt, sie hat Z23 gefunden und dann warte, was ist passiert? Aha, sie läuft weg. Sie versuchen Zeit zu kaufen. Okay. Das war jetzt. Die Maus ist übrigens im Weg. Entschuldigung. Das war jetzt nicht viel Gerede. Wir sehen aber. Aha, Kampf. Okay. Wir sehen aber hier eine Kiste. Okay. Dann gucken wir mal, ob noch irgendwo Kisten aufgetaucht sind. Ich bezweifle irgendwie, dass das der letzte Kampf ist. Aber das ist ein bisschen wenig. Klar, okay, da Battle 1 ist das mit Unicorn gewesen. Hier, das war mit Takao. Ich glaube aber nicht, dass das der letzte Kampf ist. Trotzdem, wenn wir da reingehen, wir werden wahrscheinlich vorher noch mal ein bisschen quatschen. Deswegen direkt da rein. Uff, okay. Also anscheinend haben die schon vorher gesehen, dass da Prinz Eugen in der Nähe ist und Shimakaze möchte schon direkt ihre Massenproduktionsflotte parat schicken quasi. Und mal schauen, was hier gleich passiert. Ah, okay, das war dafür zu kontern, dass Prinz Eugen dasselbe tut. Sogar sagt das gerade und ja, wir haben dich eingekesselt. Ihr seid überraschend gut. Ja, warte, wir haben die letzten Tage relativ gut bewiesen, dass wir kämpfen können. Bismarck ist ja irgendwo im Hauptgebäude und sagt jetzt zu Eugen, dass sie zu viel rumspielt. Könntest du aufhören, mich zu belehren, wenn die ganze Welt dabei zuschaut? Ein unerwarteter Kampf ist besser, ist schöner, wie auch immer. Mal schauen. 時と場合によっては一人よがりよ。Die Situation selbst zu feiern, zu Enjoy, meine Güte, was ist denn gerade los? Nicht zu feiern. Schön zu finden. Ist kein Problem. Ich bin gerade wieder ein bisschen auf dem Schlauch, Entschuldigung. Aber du musst auch Zeit und Ort berücksichtigen. Ja, Akashi gefällt das nicht, sie ignorieren sie. Und sie sollen nicht ohne sie einfach angeheizt werden. Und Bismarck entschuldigt sich dafür. Und Prinz Eugen sagt, ja, ich verstehe, vielleicht sollte ich ja auch ernst machen. Und Prinz Eugen fragt, ich vermute mal Bismarck, ob ihre Untersuchung der Cubes beendet ist. Bismarck bestätigt das, ja, es besteht kein Grund zur Sorge. Dann sollte es okay sein, wenn ich das tue. Ich vermute mal, sie wirft jetzt die Cubes einfach ins Wasser oder so. Ja, sag ich doch. Genau das wiederholt Akashi gerade auch mal. Was ist denn jetzt verkehrt?
Eugen wirft alle Cubes in den Ozean. Z23 war noch gar nicht auf dem Schirm, aber sie kommt, keine Ahnung, so hinter irgendeinem Felsen hervor. Hey, warum machst du das? So nach dem Motto. Voll gut. Zurück, fällt offen. Warte mal, ihr Partner ist ja auch darüber geschockt. Ja. Oh, das ist ein schönes Bild. Ah, okay. Sie sagt, ja, wenn ich versuche zu kämpfen, ohne dass ich einen Cube fallen lasse, kann ich nicht mal die... kann ich nicht mal die Hälfte der Stärke meiner Geschütze zeigen. Gut, das ist natürlich verständlich. Aber trotzdem sehr schönes Bild hier, die beiden. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall, ja. Es reicht nicht aus, nur den Sponsoren zu gefallen. Ich werde komplett in diesem Kampf aufgehen. Z23, ja, wenn das der Fall ist, dann verstehe ich es natürlich. Okay, ich weiß nicht, ob Prinz Eugen das laut gesagt hat, sodass das jeder hört, oder ob sie das nur Z23 gefragt hat. Sie fragt auf jeden Fall, wie sind denn die Geschütze jetzt, wo wir sie auf 200% geboostet haben, sag ich jetzt mal. Z23 sagt dir, die Geschütze sind okay. Es könnte nur sein, dass ich vorher kollabiere. Ich bin überrascht, dass du damit keine Probleme hast, Eugen. Also sie haben das untereinander nur gesagt. Ja, Akashi kommentiert das auch mit, ja, es sieht so aus, als ob sie gerade eine Unterhaltung im Flüsterton haben. Und fragt dann Shimakaze und Suruga, ob es denn für die beiden okay ist, einfach von der Seitenlinie nur zuzuschauen. Aha, okay. Shimakaze geht, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es halt eine Art Bait ist, aber sie geht auf jeden Fall drauf ein. Und sagt halt, ja, an diesem Punkt brauchen wir keinen Plan mehr. Wir sollten die Cubes, das Sammeln der Cubes einfach vergessen und auch halt ernsthaft kämpfen. Es ist also vielleicht doch der Endkampf. Und sogar stimmt dem zu. Ich würde jetzt spontan wirklich sagen, das ist der Endkampf hier für den Tag. Vor allen Dingen die Sonne, haben wir gesehen, geht auch langsam unter. Also Zeit für den Lackscharm. Schwierig. Die haben beide sehr viel Leben anscheinend. Machen wir erstmal ein bisschen Fokus mehr auf einen.
Auch wenn das nicht so gut hinhaut. Das war nicht schlecht. Ups. Und beide nochmal. Sollte langsam. Problem ist, ich treffe immer beide relativ gleichmäßig. Komm schon. Sehr schön. Nummer 1 ist weg. Upsala. Ja, nur mit A-Wertung. Aber 120 A-Punkte dafür. Wir können überlegen, ob wir unsere Ausrüstung etwas verbessern können. Außer durch neue Sachen kaufen natürlich. So, ich schalte mich nochmal weg, weil wir werden jetzt wahrscheinlich viel quatschen. Nochmal. Jo, Akashi sagt, die Zeit ist rum. Beide Nationen haben gut gekämpft. Die Übung ist vorbei. Ich habe beides benutzt, meinen Kopf und meinen Körper. Okay. Z23 sagt, es war lustig, es war schön, gegen die beiden mit voller Kraft zu kämpfen. Okay, wir haben, also, ja doch, wir haben alle sehr schöne Gesichtsausdrücke, sagt Eugen. Sehr informativ. So ganz nebenbei von Akashi. Es ist übrigens wieder ein Unentschieden, weil keiner natürlich irgendein Cube hat. Die ignorieren einfach die Regeln. Ich fange gleich an zu weinen. Das tut mir leid, Akashi. Ja, Bismarck schlägt vor, doch nochmal für den nächsten Tag oder ab dem nächsten Tag die Regeln etwas zu ändern. Und zwar so, dass halt die Zuschauer ein bisschen mehr zu sehen bekommen, anstatt nur einfach Cubes gesammelt werden, quasi. Okay, Akashi nimmt das Kommentar von Bismarck einfach so mit. Ja, die Charismatischen können das sagen. Warum auch immer sie das immer nur aufs Charismatische bezieht, egal. Und sieht dann, dass anscheinend Z23 ihre Hand hebt und fragt ihr, warum hebst du denn deine Hand? Ja.
Ah, okay, sie möchte sich dafür entschuldigen, dass sie ja einen Fehlschuss abgegeben hat. Und ganz besonders natürlich bei den Leuten vom Sakura Empire. Okay, wenn es keine Umstände bereitet, möchte sie Z23 von einem Blatt die Konstruktion für dieses morgige, für die morgige Übung leiten. Ich weiß nicht genau, was sie damit meint. Sie haben wahrscheinlich noch was anderes geplant. Und jeder kann so lange sich ausruhen, sagt sie. Und fragt danach, was denkt ihr darüber? Akashi fragt nach Bismarck, das, was Z23 gesagt hat, ist das auch schon vorhergedacht gewesen? Bismarck sagt, nein, das ist was anderes. Wenn es dich stört, dann kannst du es einfach ignorieren. Okay. Wow. Akashi sagt, nein, natürlich kann ich das nicht ignorieren und fragt dann bei Lady Nagato nach, ob das so in Ordnung ist, ob man das annehmen kann. Und Nagato fragt dann bei Akagi nach, Leute, und Akagi sagt, ja, es soll so sein, wie du es wünschst. Und Nagato sagt, ja, es besteht kein Problem. Bitte nimm das Angebot an. Akashi sagt nur noch mal, okay, verstanden. Akashi gibt dann an die anderen weiter, Entschuldigung, dass ihr warten musstet, aber wir nehmen dieses Angebot an. Und Z23 sagt danke und ja, freut sich darüber, dass sie es machen darf. Oh, Prinz Eugen, bist du sicher, dass du wirklich mal selbst was tust? Weil sie sagt nämlich gerade, ja, das ist gut für dich, Hippa und ich ist ja auch hier. Also meine Schwester und ich werden dir auch helfen. Und auch bei Eugen bedankt sich Z23. Ja, und Shimakaze hat das beobachtet und sagt, ja, Z23 sieht jetzt wieder viel netter aus, viel freundlicher, weil es hat ihr anscheinend doch nicht so ganz gefallen, dass sie das machen musste. Und sie freut sich für Z23 mit, dass dieses Angebot angenommen wurde. Ja, wir waren überrascht. Also Shimakaze ist auch das anscheinend zum Abschluss des Kapitels. Ich hoffe eigentlich, dass ich noch mal diesen Kampf machen kann, dass ich den natürlich auf S-Wertung hinkriege. Aber ich glaube, das kann ich nicht mehr. Er sagt auf jeden Fall, dass alle darüber überrascht waren, über die Stärke von den Geschützen von Iron Blood. Aber trotzdem war das ein anstrengender und guter Kampf, den man gezeigt hat. Also den beide gezeigt haben. Ja, sagt dann auch noch diese Zuschaustellung der richtigen Munition, die sie benutzt haben am Anfang. War zwar ein bisschen seltsam, aber zum Glück ist halt keine Panik ausgebrochen.
Vielleicht war das aber, oder sie, nee, sie ist sich sicher, dass es wahrscheinlich einfach die Atmosphäre der Übung war, die das halt ein bisschen, die das halt nicht ins Chaos hat gehen lassen. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Also sie kann nicht verstehen, warum Bismarck das gemacht oder das befohlen hat, nur um die Kraft ihrer Technologie zu zeigen. Ja, wie gesagt, ich auch nicht. Aber am nächsten Tag sollte sie schon die Wahrheit erfahren. Aha. Okay. Ich habe gedacht, wir wären jetzt am Ende des Kapitels und somit neue Map, aber vielleicht noch nicht. Mal schauen. Wir sehen hier Javelin auf jeden Fall am nächsten Tag. Und ich glaube, weil ich ja jetzt gerade nicht weiß, wie lang das jetzt wieder geht, mache ich hier einen Cut, beende die Folge. Ich vermute, wie gesagt, eigentlich gerade dadurch, dass das ohne, hey, wir haben Kapitel abgeschlossen, bla, passiert, dass wir noch im selben Kapitel sind. Es könnte also auch sein, dass ich den Kampf nochmals machen kann. Ich weiß aber noch nicht. Aber dafür jetzt erstmal dann hier Schluss. Nächste Folge geht es dann da mit Javelin und zumindest Z23 weiter, weil sie hat sie eingeladen. Ich muss mal, das ist noch jede Menge andere. Auf jeden Fall, da geht es dann weiter. Und dann mal schauen, was wir denn am Strand machen. Also, bis dahin. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.